Naja, auf dem Dach steht ein halbes Auto. Ich bin jetzt bei Timos Auto angelangt mit einem guten Budweiser. Es ist saukalt, ich habe leider keine Kapuze, weil die ist fast mit Krise. Jetzt muss ich nur noch auf Timo warten. Vielleicht müssen wir sein Auto noch freikratzen. Da, da kommt der gute Mann schon. Hallo du Po, wie geht's denn so? Ja. Hier mit dem guten Monster Energy Logo. Oh, was soll das? Hennessy, Hennessy, trage ich heute Prada oder Louis V, Baby? Warum bin ich nicht toll? Warum bin ich nicht, Baby? Das Hennessy, trage ich Prada oder Prada oder Louis V, Baby? Naja, es sind 2 Stunden vergangen, weil die ist auch am Start. Die sind beide einfach drauf, ohne Scheiße. Aber komplett, ich bin der Fahrer. Wie viel ist noch gar nicht offen? Wir müssen noch 15 Minuten warten. Zwei Lappen. Ohne Funktion. Oh nein. Ja, okay, sein Auge. Sein Auge. Ja, hier, hier. Ich hatte die ganze Nacht. Warte. Danke. Dankeschön. Oh, das hat gar nicht aufgenommen. Warte. Das hat doch aufgenommen. Hast du immer noch aufgenommen? Nicht auf Pause gedrückt. Also, fand das alles gekommen. Alles klar? Glück. Timo, du wolltest doch ein Bild von uns machen. Der hat kein Bild von uns gemacht, ja. Nee? Nein. Okay, komm. Wie er die ganzen Frühlingsrollen für sich alleine beschlagnahmt hat. Er hat die ganzen Frühlingsrollen genommen. Oha. Ja, du hast nur Gemüse genommen. Du nimmst eh keine Frühling. Timo ist ein Ehrenmann, er nimmt wenigstens noch ein bisschen Fleisch. Timo, warst du nicht derjenige, der gesagt hat, wir machen die Teller so hoch? Ja, bei dir sehe ich nicht viel. Ja, Bruder, da bei Jan ist ein bisschen mehr. Da fehlt ein bisschen was. Guck mal, sogar bei Jan ist der Stapel. Der Geschmäcker. Ich weiß nicht, nur zum Timo und Walden noch am Buffet. Ja, ich weiß, dass du uns. Oh, jawohl. Zweite Rund. Angerichtet. Es ist angerichtet, ja. Runde Nummer 2, ja, er holt sich wieder einen Mais und Salat. Guck mal, jetzt mehr, ein bisschen mehr. Der richtige Cake. Ja, guck mal, Digga. Die Zeit ist Geld. Ja, komm jetzt, Ex. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld, Ex. Dann überprüfen wir viele Rohstoffe auf die Mikrobiologie. Wie sieht es da aus mit Salmonellen, mit Enteros? Ist da eine Belastung vorhanden? Das ist auch ein entscheidendes Kriterium für die Freigabe. Ohne wie einfach ein alkoholfreies Cola-Weizen geäxt hat. In der Produktion sind inzwischen die fertigen Partien. Ja, was soll ich denn jetzt?